Heute Morgen kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B172 zwischen Pirna und Kritschwitz. In einer Kurve sind zwei Fahrzeuge, ein Renault und ein Nissan, zusammengestoßen. Durch diesen Aufprall sind zwei Menschen auch schwer verletzt worden. Sie kamen in Dresdner Krankenhäuser. Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrspolizei geführt. Gegenwärtig können wir abschließend noch nicht sagen, wie es zu diesem schweren Verkehrsunfall kam. Fest steht aber, dass die B172 infolge des Unfalls für etwa 2 Stunden gesperrt werden musste. Das bedeutet natürlich, dass es dazu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Gegenwärtig sind die Kollegen noch vor Ort und sprechen mit Zeugen, um den genauen Unfallhergang herauszuarbeiten.